jetzt wieder die Christine aus der Quiltvilla und es gab jetzt lange nichts von mir zu hören. Da ich krank war, mussten wir leider 3 Wochen pausieren. Aber jetzt geht's wieder los und ich habe wieder viele schöne Sachen für euch. In unserem letzten Abo, da fangen wir dann mal damit an. Wir haben ja ein Stoffabo und das sind immer Stoffe, immer Fettquarter und eben immer 2 Modelle, 2 Nähanleitungen drin und noch irgendwelche netten Zugaben, irgendwelche netten Kurzwaren sind immer mit in dem Paket. Jeden Monat kommt da dann eben so ein Überraschungspaket. Und da war im März, in der Märzbox, war unser Körbchen Conny. Das war eigentlich als Osterkörbchen gedacht. Wie gesagt, dadurch, dass ich krank war, hat sich das leider alles etwas verschoben. Die Abonnenten haben es sicherlich zu Ostern genäht. Man kann dieses Körbchen aber auch für viele andere schöne Sachen machen. Es hat also einen stabilen Körper, ein stabiles Körbchen ist es, weil es ist mit diesem Style Fill und das ist wieder dieses, wo man es zusammenknautschen kann und eben wieder auseinander. Und das geht dann von alleine wieder in die Form zurück. Genau, oben hat es dann einen kleinen Verschluss mit einem Tunnel, wo ein Zugband drin ist und ja, ein kleines geräumiges Körbchen. Da kann man jetzt auch im Bad seine Schminksachen reintun oder man kann es so eben als Körbchen nehmen und schöne Sachen reintun, die man dann vielleicht verschenkt. Gesagt hier mit der Kordel zum Verschließen und hat rechts und links so kleine Festhalter. Dann war in der Märzbox bei uns dieser Stern drin. Also da kann man jetzt eine Kissenplatte draus machen, man kann aber auch mehrere machen und einen Tischläufer. Also da bleibt jedem alles offen. Dieser Stern kann mit Y-Nähten genäht werden. Also die Schablonen sind in der Anleitung. Hier wäre dann eben die Y-Naht. Da wären jetzt ganz, ganz viele. Deswegen ist es für nicht so geübte Näher ein wenig anstrengend. Und deswegen habe ich diesmal die Methode mit der Applikation gewählt. Also wir haben diese Rauten ausgeschnitten, uns dann ein Gitter auf diesen Hintergrund gemalt. Und haben dann die Rauten mit einem ganz eng eingestellten Zickzackstich dann eben hier drauf auf den Untergrund appliziert. Nimmt zwar auch Zeit in Anspruch, ist aber jetzt vom Nähen und von ja, möglichen Fehlern weniger anfällig, wie eben, wenn man mit den Y-Nähten noch nicht so geübt ist, dann ist das hier eine schöne Alternative. Und so ist eben dieser Sternenblock entstanden und unser Körbchen Conny. Da findet ihr jetzt die Nähanleitungen auch so im Shop zum Kaufen. Also auch außerhalb des Abos gibt es die Nähanleitungen dann immer hinterher extra zu kaufen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr eben kein Abo habt. Ansonsten steht euch natürlich frei. Wir freuen uns, wenn ihr beim Abo dabei seid. Die nächste Abo-Box geht am 30. Mai los. Man kann es immer auf 3, 6 oder 12 Monate abonnieren. Und ja, jeden Monat ein Stoffpäckchen, 2 Anleitungen und ein schönes Nähzubehör. Genau, findet ihr alles im Shop und könnt euch das nochmal genauer durchlesen. Zu den Anleitungen aus dem Abo gab es letzten Dienstag eine neue Nähanleitung und da haben wir die Delectable Mountains genäht. Also das sind dann hier so kleine Stückchen geworden und die kann man jetzt ja, verschieden anordnen. Das wäre eben der Mountain, also hier hoch und wieder runter. Und da gibt es die Anleitung auch im Shop, die kostenlose Anleitung könnt ihr euch runterladen von der Nähanleitung vom Dienstag. Da gibt es die PDF-Datei und könnt da schöne Delectable Mountains nähen. Dann haben wir wieder schöne Stoffpäckchen gepackt, unsere bunten Mischungen. Da gibt es ja auch Anleitungen kostenlos im Shop dazu. Und hier wären jetzt eben 20 Fettquarter. Schön bunt gemischt. Da hat man dann mal wieder einen schönen Packen zu Hause und ja, kann einen schönen bunten Quilt nähen oder hat eben mal
wieder Reserve, falls irgendwie was ausgeht, hat man hier bunte Sachen daheim. Das gleiche nochmal schön bunt, ein bisschen anders, mit ein bisschen mehr Schwarz drin. Ist noch ein zweites Päckchen. Das sind alles Fat Quarter in 50 x 55 cm großen Stücken. Und wie gesagt, 20 Stück. Habt da schöne bunte Mischungen. Wir haben natürlich hier hinter mir unser Stoffpäckchenregal. Da haben wir auch die Fat Quarter. Das sind immer zwischen 4, 6 oder 8 Fat Quarter zusammengestellt. Da können da ein bisschen, ja, weniger in einem Päckchen, wenn man das möchte. Da kann man ein bisschen mehr ja, die Päckchen zusammenstellen, wenn man das möchte. Hier gelb mit grün ist ja immer recht frisch. Oder man nimmt auch ein bisschen pink mit dazu. Also da haben wir auch ganz viele schöne Päckchen. Die werden jetzt auch wieder gerade aufgefüllt. Und genau, haben wir wieder schöne Sachen dabei. Ich habe nämlich was vergessen, wie immer. Die werden aufgefüllt, die werden ganz, ganz prall aufgefüllt, weil wir nächsten Samstag unser Sommerfest feiern. Wir läuten den Sommer ein. Und da ist nächsten Samstag, den 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr, könnt ihr bei uns schöne Stoffe, neue Nähideen. Ja, schöne Schnäppchen sind auch mit dabei. Die Firma Nähmaschine Lange ist mit dabei und zeigt euch die neuesten Nähmaschinen. Und Liesel und Fred ist mit dabei und zeigt die schönen Liesel-Schablonen, die die Stefanie hat. Und ja, kriegt ihr viele neue Ideen, neue Inspirationen. Und natürlich Essen und Trinken gibt's auch. Und wir freuen uns, euch mit euch Sommerfest zu feiern. Genau, das wäre dann nächsten Samstag. Da geht's rund. Wir haben natürlich auch wieder viele, viele Charmpacks mit in den Shop bekommen. Also da sind ganz viele. Da haben wir den Rainbow Garden. Da haben wir 30th Playground. Das ist die zweite Version von 2020. Da gibt es nämlich schon eine vom letzten Jahr. Und dann gibt es dieses Jahr eine neue. Dann haben wir hier Astra mit Astro-Motiven. Dann haben wir hier ja, wieder was ein bisschen traditioneller, ein bisschen gedecktere Farben. Und hier haben wir Marble Hill. Das ist auch ein bisschen traditioneller, ein bisschen gedeckter. Dann, für die, da weiß ich immer, da gibt es einige, die diese Batik Charm Packs lieben. Da haben wir die Bermuda Batiks Charm Packs, noch ein paar im Shop. Die sind ja immer sehr beliebt und sehr rar. Dann haben wir von Ruby Star kommen jetzt auch immer mehr Charm Packs. Da ist einmal Starry. Und dann haben wir von Ruby Star den Birthday mit schönen Punkten und leuchtenden Motiven. Dann haben wir Camellia von Ruby Star mit den schönen Teetassen. Dann haben wir Meander mit schönen Motiven. Und Celestial von San Chic, Brigitte Heitland. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch ganz viele Fans von Brigitte Heitland. Und genau, schaut mal da, die sind auch ganz neu angekommen, die ganz neue Serie von San Chic. Und dann haben wir noch Hey Chell. Sind schöne Schwarz-Weiß-Motive. Da ist auch ein schönes Stoffpäckchen im Shop gelandet, ein schönes Charmpack-Päckchen. Also ihr seht, Charmpacks sind wieder reichlich da. Dann, ja, last but not least, geht schon wieder los. Noelle heißt die neue Serie von Editha Sita. Und die habe ich jetzt so aufgestapelt, weil wir die schon nicht nur die Metaware natürlich im Shop haben, sondern das Ganze auch in Stoffpäckchen gepackt haben. Ja, Noelle heißt natürlich weihnachtlich, aber sie hat so gestaltet, dass man das jetzt nicht nur zu Weihnachten sehen kann, sondern auch jetzt schon. Deswegen sind sie jetzt schon im Shop und auch schon sehr beliebt. Ich fange einfach mal an. Wir haben hier auf grün so Blattmotive, dann hier das leichtere, das
hellere Grün, dann eben so Blumen, also die sind rötlich. Gut, die Tannenzapfen, die sind vielleicht ein bisschen weihnachtlich. Und ja, hier grüne mit roten Zweigen. Vielleicht könnten es Hagebutten sein, ich weiß es nicht. Und hier nochmal grüne Blumen, das ist also ein Stoffpäckchen. Dann haben wir das zweite Stoffpäckchen. Da ist es ja leicht ins Mintige gehende, also nicht ganz dunkelgrün. Aber zum Beispiel diese Punkte, also die sind ja wirklich nicht weihnachtlich. Das kann man allzeit sehen. Den kann man eigentlich auch zu jeder Jahreszeit sehen. Und ja, somit kann man sich da schon diejenigen rauspicken, die jetzt nicht so ganz an Weihnachten erinnern. Deswegen ist diese Serie trotz des Namens zur jetzigen Jahreszeit auch schön. Also den finde ich auch sehr schön mit den Vögeln. Da kann man wunderschöne Kissen draußen nähen, die dann vielleicht so ein bisschen französisch wirken, angehaucht. Dann haben wir hier Streifen, die gehen ja immer. Hier ein paar Blumenmotive mit Zweigen, das sind Sterne. Sterne gehen ja auch immer. Und Punkte. Also das wäre das nächste Stoffpäckchen, das wir zusammengestellt haben. Und mein Lieblingsstoffpäckchen zuletzt. Ich mag unter anderem Rosa sehr gerne. Da haben wir hier das mit den Herzen. Dann haben wir hier den gleichen, was es vorhin in Rot eingefärbt gibt. Gehen wir hier in Creme, also Dunkelcreme auf hellem Creme. Und was haben wir noch? Dann haben wir hier nochmal so ein Blumenmuster. Dann haben wir die Herzen nochmal auf Creme grundig. Dann haben wir hier Quadrate. Und hier nochmal ein gestreifter. Also das ist mein Favorit am Stoffpäckchen. Und da sehe ich jetzt überhaupt nichts Weihnachtliches. Trotz des Namens findet ihr also Noel von Edita Sita im Shop. Und ja, das war's dann für heute, für diesen Samstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag beim Sommerfest. Und falls nicht, ihr könnt das Sommerfest natürlich auch online ein bisschen erleben. Wir waren im Online-Shop auch Samstag und Sonntag. Ein paar Angebote machen, ein paar schöne Aktionen. Könnt da vorbeigucken, wenn ihr den Weg eben nach Schweig nicht schafft. Und ansonsten am Samstag in Schweig bei uns im Laden von 10 bis 16 Uhr freuen wir uns, wenn ihr kommt und mit uns den Sommer einläutet. Bis dann, habt viel Spaß. Tschüss.